hast du dich im Homeoffice schon angelebt? Das kann ganz schön schwierig sein, gell? Es geht mir auch ein bisschen so, dass ungefähr wie selbst die Haare schneiden, weil da darf man jetzt ja in meiner Risikogruppe da auch nicht hingehen. Wie machst denn du das so, den lieben langen Tag? Als ehemalige, die auch gearbeitet hat, blöd dieser Ausdruck, aber echt, wie ich zu Hause angefangen habe zu arbeiten, das war manchmal ganz schön schwierig, so zum Beispiel die Technik, oder? Im Büro konnte man einfach anrufen, sich da auslassen, schimpfen und da kam dann einer her und hat es gerichtet und da muss man dann plötzlich alles selber machen. Dann hat man einen Drucker, ja, okay, und dann merkt man erst, wie teuer diese Druckerpatronen sind, wenn man ständig irgendwas ausdruckt, das man eigentlich gar nicht braucht. Weil im Büro war das ja so, oh, da haben sich alles gestapelt. Weil einfach jeder drückt und dann kam was anderes und dann war noch ein Telefon, da war noch das und dann hat man vergessen und nochmal gedrückt. Da lernt man dann ganz schön viel, oder? Oder hast du jetzt schon Hausputz angefangen? Oder Kleiderschrank räumen, so wie ich? Habe ich gerade gefunden. Wenn du von Süd bist, dann weißt du, das ist von Toni. Vom Turm gab es diese immer. Und ich wurde in Amerika oft gefragt, ach, ist das dein Freund, der Toni? Die Jacke sieht einfach so ein bisschen fade aus, darum habe ich das alles da drauf gemacht. Ich nehme das jetzt gerade so ein bisschen als Beispiel, mal eine andere Brille aufsetzen, mal anders hinzugucken. Weil diese Krise hier, die wir da schieben oder eben nicht schieben, das Beste draus machen, ist so ein bisschen wie eine Scheidung. Man muss sich zurechtfinden, also zurechtfinden und dann noch ja, Dinge tun, die man sonst eigentlich immer tut, aber denen man nicht so Aufmerksamkeit schenkt. Eben wenn dann mal die Kiste, die Lego-Kiste aufgeräumt ist, der Kleiderschrank ausgeräumt, bei jedem Kleidungsstück soll ich es behalten, soll ich es nicht behalten. Und fängt man sich dann vielleicht mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es gibt so diese Gedanken, die man dann ins Universum schickt und sagt, ja, ich möchte nicht mehr das und das. Das Wort nicht ist da schon verhängnisvoll, weil das kennt nämlich das Universum nicht und das hier sowieso nicht. Also wenn man dann schon Bestellungen aufgeht ans Universum, dann ist es so, wie wenn du jetzt alle Kataloge durchgehst, alles bestellst, von hinten bis vorne, total cooles Outfit für die Sommerferien und dann natürlich ein Bikini, als neues muss her, weil jetzt haben wir ja Zeit, um uns selbst zu kümmern, ein paar Kilo abzuspecken und mit unter jeder Garantie. Es kommt alles schön, eins nach dem anderen und das Bikini dann, wenn wahrscheinlich der Urlaub vorbei ist. Das ist sie mit den Wünschen. Wenn sie dann noch kommen, diese Wünsche, dir begegnen, dann musst du bereit sein, auch was dafür zu tun. Wie zum Beispiel für deine Familie. Weil Familie ist so etwas, wie soll ich sagen, ja, es ist halt einfach. Und man macht sich auch nie so wahnsinnig große Gedanken, außer man will natürlich das Beste für seine Kinder. Was ist da mit dem Paar an sich? Wie gehen wir den Kindern als gutes Beispiel voran? Und wenn du bereit bist, hinzuschauen, ich habe da so eine Mastermind-Gruppe eröffnet. Eine Mastermind-Gruppe ist etwas, das, wie muss ich das jetzt erklären? Ist ein bisschen schwierig, so, dass du das auch verstehst. Es ist eine Gruppe in sich geschlossen. Sie ist nicht kostenlos. Die kostet 120 Franken bis Ende April. Ich werde alle die Beiträge, die da reinkommen, anschauen. Wenn es nötig ist, werde ich mich einbringen. Und sonst macht ihr das untereinander. Also ihr helft euch gegenseitig, wie man zum Beispiel in einer Familie eben diesen Familienrat einmal in der Woche durchführen kann oder wie man anders mit den Kindern redet. Ganz, ganz viele Kleinigkeiten.
Und dann treffen wir uns aber einmal in der Woche auf Zoom Live. Diejenigen, die können, alle zusammen. Und da bestimmt ihr, wer sich auf den heißen Stuhl setzt. Der heiße Stuhl heißt, wenn du jetzt ein Riesenproblem hast, weil du in einer Patchwork-Familie lebst, einfach nicht weißt, wie du mit den Kids von deinem Partner oder deiner Partnerin umgehen sollst, dann setzt du dich auf den heißen Stuhl und dein Anliegen wird dann ganz klar ins Detail besprochen, geschaut, wo gibt es eben diese Bestellung ans Universum, die eigentlich eingetroffen ist, du einfach die Chance noch nicht gesehen hast, noch nicht erkannt hast. Wäre das was für dich? Alle Infos, die findest du im Post unten dran. Und ja, und wenn du ganz persönlich Hilfe brauchst, ich berate zurzeit online. Und glaub mir, es ist total cool, wenn man mal andere Brillen aufsetzt, einen anderen Hut, eine andere Farbe drauf hat, dass man vor lauter Bäumen den Wald wieder sieht, wie man so schön zu sagen pflegt. Auch wenn die Welt jetzt Kopf steht, die Familie geht weiter, soll weitergehen. Es ist nie zu spät, etwas Neues zu machen. Nebst dem Kochen, nebst dem Schuheputzen, nebst der Frühlingsputzerei, nebst dem Homeoffice, was da mein Nachbar oben auch ganz schön ausprobiert hat, das macht er, glaube ich, immer. Und dann müssen die Kinder ja noch lernen, dass bitte pscht, Papa oder Mama ist am Arbeiten, ich möchte gerne Ruhe, nicht einfach Türe rein, Knallzahn hin und her. Ganz viele Kleinigkeiten, die das Leben manchmal schwierig machen können. Wenn man aber weiß, wie reden miteinander. Wenn man zum Beispiel ruft, bringst du mir bitte ein Brot mit und wartet, bis der geantwortet hat auf seinen Namen. Dann bringt er es auch mit. Und sonst eben nicht. Und dann gibt es eben diese viel berühmten Streitereien. Ich hab's dir doch gesagt. Okay. Mit diesen Gedanken lasse ich dich jetzt mal durch den Tag, deine, was du auch immer gerade machst, weitermachen. Und ich freue mich, wenn du dich in die Mastermind-Gruppe einfügst. Die läuft dann bis 4 Wochen, bis Ende. Also. Tschüss und hab einen schönen Tag.